Eine Entführung mit emotionalem Hintergrund beschäftigt jetzt Jule Polanski und Arne Schneider auf einem Bauernhof. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben angerufen. Ja, ich bin die Frau. Sie sind die Frau Sänger. Mein Schaf ist Schneider, mein Name. Hallo, Heinze. Heinze. Hallo. Sie sind ich bin die Tochter, genau. Ah, okay. Genau. Ja. So, was ist weggekommen, Schaf? Ja, mein Schaf, mein Buschel, das habe ich vor einem Jahr mit meinem verstorbenen Mann gekauft. Und wir haben es zusammen großgezogen und kurz danach ist mein Mann verstorben. Und jetzt ist das Schaf weg. Okay. Blöde Frage jetzt, wie sieht denn das Schaf aus? Braun-schwarz. Braun. Okay, ja, also nicht so, also so weiß groß, mit Wolle. Nee. Große Augen. Okay. Das erleichtert uns zumindest die Suche. Wie heißt das Schaf? Wuschel. Wuschel. Hört das denn auf seinen Namen? Also ja. Ja? Ja. Wo steht denn das? Normal hier. Wir haben auch hier schon gesucht, aber auch nichts gefunden. Also ist jetzt auch nichts auffällig, irgendwas aufgebrochen? Oder kann das auch von alleine weglaufen? Oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, also ist immer gesichert. Ja. Das würde auch nicht weglaufen, das ist ganz zahm und friedlich. Ja. Das Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs ist groß und unübersichtlich. Zudem ist unklar, ob sich das Schaf noch auf dem Bauernhof aufhält oder regelrecht entführt wurde. Hier haben wir jetzt schon überall geguckt, oder was? Ja, hier hinten sind ja noch ein paar Boxen und auch in dem Silo quasi, da waren wir schon. Ich habe hier was gefunden. Das ist Wuschelglocke. Die ist aber eindeutig durchgeschnitten. Ne? Das ist vom Wuschel eigentlich. Ja. Aha. Ja, das ist aber mal komisch, oder? Also, jawohl, das ist vor allem, weil es ja auch geschnitten ist. Ja, es ist auf jeden Fall eine Schnittkante. Es ist nicht gerissen, also so glatt wie das ist. Ja. Ist jemand abgeschnitten? Also wir haben jetzt wirklich mit keinem irgendwie Ärger oder kann man so viel verdienen an so einem Schaf? Also normal nicht. Ich habe mit keinem Ärger, außer dass ich... Bekommt man das denn leicht weg? Also ich kenne mich jetzt mit Schafen nicht so aus. Kann ich das wirklich einfach nehmen und mitführen? Kommt Nein. das einfach mit? Also es ist zutraulich, aber jetzt bei völlig Fremden... Also muss es jemand sein, der das Schaf schon mal gesehen hat? Ja. Sonst würde es gar nicht so direkt mit... Ja, oder mit irgendwas locken dann noch so. Dann vielleicht, aber jetzt so wild fremd. Ja. Also das ist ja schon natürlich schon mal komisch, ne? Ja, also ich denke mal, alleine hat sich das nicht abgeschnitten, würde ich jetzt mal sagen. Das wäre ein schlaues Schaf, das würde ich dann auch mitnehmen und verkaufen. Kann man da Geld mitmachen? Oder? Ja, vielleicht. Also ich weiß nicht, wer das ist und wer da jetzt... Wir halten die ja nicht, um die zu verkaufen. Ja. Deswegen. Bei genauerer Nachfrage erfahren die Beamten, dass der Bestohlenen der Hof zwar gehört, sie ihn jedoch teilweise vermietet hat. Wo könnte man denn so ein Schaf noch unterbringen hier? Ich leg das mal hier hin, ja. Also das gehört auch noch zum Hof, aber das habe ich vermietet an das Ehepaar Rademacher. Aha. Also, die haben hier irgendwas mit dem Schaf so zu tun? Dass die da vielleicht irgendwie... Nee. Aber ich habe den gekündigt wegen Eigenbedarf, weil Leonie schwanger ist und sie möchte gerne zu mir ziehen mit ihrem Mann. Und das ist für mich auch eine Lebenserfüllung dann. Ne? Ja, Glückwunsch zur Oma und zur Mutter. Ne? Haben Sie denn sonst schon mal überall hier auf dem Hof geguckt, ob es sich vielleicht irgendwo verstecken könnte? Oder also hat es vielleicht irgendwo eine Lieblingsstelle, wo es immer hingeht, wo sie zusammen hingehen mit dem Schaf? Also mit dem Wuschel? Dann mal auf die Weide, aber da geht es nicht alleine hin, da wird es dann halt hingeführt. Ja. Und dann Oh, alles okay? Sollen wir sie stützen oder so? Geht das? Alles okay. Nicht, dass ich noch verletzen jetzt auf der Suche. Nee. Weil das ist ja schon ein bisschen komisch alles. Ich bin halt sehr aufgeregt. Ja, wir sind halt auch etwas irritiert gewesen deswegen. Und kann es mir eben nicht erklären, dass es Schaf weg ist. Vor dem Wohnhaus entdeckt Jule Polanski ein Paket, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Noch ahnt sie nicht, welch unfassbarer Inhalt sich darin verbirgt. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja, dann machen wir mal auf, was da drin ist. Soll ich es aufmachen, oder? Ja, das ist oder ist für Sie. Das ist... Nein. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen blöd aus. Ja. Das heißt jetzt erstmal noch nichts. Beruhigen Sie sich erstmal. Das ist so schlimm. Ist ja jetzt zumindest kein Brief dabei oder irgendwie, dass man da sie erpressen möchte oder so. Ne? Das ist natürlich jetzt schon eine blöde Situation, würde ich sagen. Das ist aber schon, Das ist schon ein bisschen sehr makaber. Vor dem noch vermieteten Teil des Hofes bricht plötzlich ein lautstarker Streit aus. Polizeikommissarin Jule Polanski und Polizeioberkommissar Arne Schneider gehen dem umgehend auf den Grund. Wie heißen die? Rademacher. Hallo,
schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Herr und Frau Rademacher. Warum streiten Sie sich denn hier so verrückt? Hat man schon mal, ne? Ein kleiner Streit unter Eheleuten. Genau. Okay, nichts Besonderes. Okay. Nichts Besonderes. Was haben Sie da so? Ja, blöde Kuh hat mich gerade gebissen im Streit. Sie haben sie ihn gebissen? Mhm. Machen Sie den Mund auf mal. Ja. Machen Sie mal auf. Haben Sie na, Blut haben Sie nicht? Nein. Ja. Gerade eben, oder was? Ja. Ist es öfters so, dass die handgreiflich werden gegeneinander, wenn sie sich streiten? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also das wäre für uns ja schon interessant, ne? Wenn sie sich hier öfter mal, soll ich mal verprügeln, beißen oder so, dann müssten wir da schon mal tätig werden vielleicht, oder? Nein. Also in der Beziehung ist alles im Grünen. Also weswegen wir hier sind, da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen, aber jetzt wollen wir erst mal wissen, hier ist ja ein Schaf abhanden gekommen. Haben Sie da irgendwas wahrgenommen, dass hier irgendjemand irgendwie hier ein Auto... Schaf? Nee. Ja, das Schaf. Nee. Wuschel hieß es, ne? Das braune Schaf. Das ist von Ihrer Vermieterin, das Schaf, ja. Das braun-schwarze, was hier immer steht. Haben wahrgenommen, dass hier irgendjemand mit dem Auto drauf gefahren ist oder das weggenommen hat? Oder? Nein, gar nichts, absolut nicht. Keine Ahnung. Sicher? Ja. Waren Sie gerade frisch in der Küche, dass Sie ganz schön so Fettspritzer hier an sich dran haben? Ja, Fleisch gebraten, ne? Fleisch gebraten, okay. Aber nicht jetzt von Ihrer Hand? Nein. Okay. Also Sie haben hier gar nichts gesehen? Nein. Bis auf die merkwürdige Bisswunde gibt es keinen Hinweis, dass das Ehepaar etwas mit dem Verschwinden des Schafes zu tun hat. Auf einmal ist allerdings ein erstes Lebenszeichen des vermissten Tieres zu hören. Ich hör's doch mähen aus der Richtung. Aus der Richtung? Ich hätte irgendwie auch was gehört. Aber oder habe ich jetzt schon Halluzinationen, weil ich es ja... Das gehört auch zu den Mietern auch. Das gehört nicht zu uns. Da haben wir auch keine Schlüssel für. Aha. Wo kommt man da rein? Hier vorne durch, oder? Kann man hier reingehen? Ist das noch von Ihnen? Ja. Nee, die Box ist da hinten. Hier. Hier vorne. Ja. Das hier. Oh, da ist er. Ganz eindeutig, oder? Jetzt höre ich auch was. Haben Sie sich erkältet oder so? Ja, ein bisschen Husten. Ein bisschen Husten, kein Problem. Okay. Hier ist Matt. Ach, guck mal hier. Ich habe ein Wuschel. Ich habe ein schwarzes Schaf gefunden. Wuschel. Ja. Nee, Mensch. Dir geht's gut. Wie kommst du denn hin? Ist das Wuschel? Ist das Wuschel? Ja, das ist der. Jetzt stellt die Frage, Sie hatten gesagt, das gehört Ihren Mietern, oder was? Wuschel lebt. Hey, du kleiner Süßer. Oh, du kleiner Süßer, du. Ja, das ist ja schon mal schön, dass wir Wuschel gefunden haben und er angeblich noch lebt hier. Also Sie haben gesagt, offensichtlich noch lebt. Ja, kein Problem. Sie haben gesagt, das gehört Ihren Mietern, oder was? Das gehört eigentlich Ihnen. Okay. Nein, das Schaf gehört mir. Ja, das ist schon klar. Aber das Abteil gehört. Genau. Ja, gut, so. Wollen Sie uns jetzt mal was husten, was hier los ist, oder? Ja, meine Güte, ich habe Schaf entführt. Unsere Vermieterin, die hat uns fristlos gekündigt. Die wollte uns auf die Straße setzen. Was soll ich denn machen, ey? Wir setzen nächste Woche gar setzen wir auf die Straße. Das darf nicht wahr sein. Wir haben uns auch gerade gestritten. Ich habe das auch jetzt gerade erst erfahren. Sie haben auch nicht gebissen, sondern das Schaf hat gebissen, oder? Ja, natürlich. Also jetzt mal, vielleicht redet man mal mit den Vermietern. Das wird ja vielleicht was klären. Für eine fristlose Kündigung brauchen wir ja immer einen Grund. Jetzt die andere Frage, wie wollten Sie sich hier im Bleiberecht streiten mit dem Schaf? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Das ist eine doofe Idee gewesen, Mann. Mir ist die Sicherung durchgebrannt. Ich hatte halt einfach Panik. Wir sitzen nächste Woche auf der Straße und da bin ich halt auf diese dumme Idee gekommen. Ja, dann sagen Sie, solange das Schaf versteckt ist, kann ich hier noch wohnen, oder? Ja, ich wollte es ja nicht mal hier verstecken. Eigentlich wollte ich es ja im Wald aussetzen. Aber dann ist heute Morgen das Licht angegangen bei unserer Vermieterin und dann musste ich halt zu dieser Notlösung kommen. Wollten Sie dann im Stall einziehen oder wollten Sie mal? Nein. Sie haben auch das Paket geschickt, nehme ich an, ja? Ja, das habe ich vor die Tür gelegt. Nach dieser Aktion ist die Besitzerin des Schafes nicht mehr gewillt, die Frist für den Auszug zu verlängern. Der Mieter muss sich wegen Diebstahls vor Gericht verantworten. So, wollen wir noch mal zu Wuschel reingehen? Ich würde auch sagen, gucken wir, ob es wirklich. Sie bleiben hier, ja? Können das Paket da in der Zeit wegräumen, ist ja eh ihres. Ja. Ne? Wir kommen auch noch mal kurz zum Wuschel rein. So, wo ist er denn? Ach, guck mal da hinten. Wuschel, oh Mensch, das sieht ja aus. Wuschel ist aufgeregt, würde ich sagen. Sieht ja zumindest heil aus, ne? Ja. Wuschel. So, Wuschel, ist nichts passiert, ja? Ist nichts passiert, alles gut. Das sieht ist doch ja schon gut mal aus. Gut. Hallo, Wuschel. Da brauchen wir uns da keine Sorgen machen, ne? Nein, gar nicht. Na, du kleines... Du Rabauke? Naja, ist ja auch schwanger, oder was? Nee. Keine Doppelkind-Geburt? Nein. Der kriegt nur ganz viel Liebe. Ja, okay. Da kann ich das verstehen. Ist mein Ein und Alles. Mensch. Ja. Na, Wuschel, dann erhole ich mal von deinem Schreck hier. Genau.
Obwohl, der Schreck war bei Ihnen wahrscheinlich größer als beim Buschel, ne? Ja, immer der noch. Stand einfach so woanders. Ich bin noch total am Zittern. Ja. Naja, dann setze ich mal mit ihm auseinander. Aber ist ja gut, dass er hier ist, der Buschel, und nicht da draußen im Paket. Also, das war schon ein bisschen geschmacklos dann, da. Dann wünsche ich Ihnen starke Nerven jetzt die letzte Woche noch, ne? Und dann würde ich sagen, wir gehen einfach. Ja. So, auch vor allem auch. Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Nee, Wuschel, du darfst nicht mit raus. Nee, du musst hier bleiben. Du kommst nachher erst mit raus. Ja, es ist schon selten. Also man sucht schon mal öfter mal Tiere, die abhanden gekommen sind. Es standen ja letztens sogar Wasserbüffel hier auf der Straße. Muss man natürlich aussuchen, wo die sind. Kann schon mal passieren, aber ist jetzt nicht Alltag bei uns. Ich wollte gerade sagen, es gibt nichts, was nicht gestohlen wird. Gerade Pferde und sowas wird ja auch öfters mal entwendet. Das sind natürlich sehr wertvolle Tiere. Mit dem Schaf hatte ich es jetzt auch noch nicht zu tun. Nö, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Aber na gut, ist immer das erste Mal irgendwann.